So, guten Morgen, willkommen zurück zu Klong in der Wör mit. War das Wasser schon beim letzten Mal? Ja, mit war das Wasser schon beim letzten Mal. Die Frage, die ich jetzt. Nein, nicht darunter fallen. So geht's. Hoffe ich. Vielleicht. Eventuell, möglicherweise. Stell mal diesen Klumpen da noch auf. Na also. Geht doch! War doch gar nicht so schwer. Ja. Doch, der wiegt 2 Tonnen. Der größte Goldklumpen, der je gefunden wurde. Wenn man was von dem absieht, den ich in meiner Hosentasche versteckt habe. So wie meine Abonnenten kennen, werden die das jetzt wieder leicht pervers verstehen. Das perverse Schweine! Ich will nach unten, bitte. Unten. Das ist da, wo nicht oben ist. Schon mal gehört vielleicht. Kennt ihr unten? Nie gehört. Wo soll denn das sein? Das ist wie dieser LAN, der dauernd Partys macht. Kennt auch kein Schwein. Ja. Sieht ziemlich lustig aus, was du da machst, aber so wirklich... Bringen tut mir das nichts, ne? Aber ich könnte diesen Feuerstein. Warum habe ich den noch nicht ausgegraben? Ja, richtig, das wollte ich, glaube ich, beim nächsten Mal machen. Okay, machen wir beim nächsten Mal. Tschüss. Nein. Ach. Komm schon. Jetzt. Geht doch, war doch ganz einfach. Kinderspiel. Ich habe hier volles Wasser aufbauen. Aufbauen, Becken. Ja. Jetzt werde ich schon wieder von Lehmklumpen erschlagen. Nimm Lehm. Klumpen! Gott verdammt. Es ist ein Lehmklumpen. Ein Lehmklumpen. Wie in Essos Lehm. Der ist auch Stein, der tut noch mehr weh. Der hat 3-mal so viel Durchschlagskraft wie ein Lehmklumpen, dieser Steinklumpen. Äußerst vernichtend. Apokalyptisch, könnte man sagen. Weltuntergangs-Steinklumpen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch sofort zu allem harmlosen Ding sagen. Apokalyptische Weltuntergangs-Todessteinklumpen. Der Verderbnis. Hallo, fährst du mal nach unten? Na also. Ach du mal, nicht so ein Stress hier. Hab doch noch Urlaub. Ach, Urlaub wäre immer wieder was Schönes. Hm. Obwohl, die habe ich bald viel. Nein. Ich muss ja arbeiten, weil... Mein Chef ist ein gieriger Ausbeuter. Ein gieriger Ausbeuter. Der ein gierig Ausbeuter ist. Und andere Leute gierig ausbeutet. Oder so ähnlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich will ja hier schließlich kein Suahelisch. Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. So nicht anders wollte ich das machen. Das hat aber wirklich auch perfekt funktioniert. Das Problem nur ist, hier gibt's nichts. Hochexplosives. Das würde die Sache einfacher machen. Hier gibt es dieses billige Zeug, Dreckmüll. Was kann ich überhaupt alles bauen? So, Sägewerk. Irgendwie gibt diese Konstellation überhaupt gar keinen Sinn. Das Einzige, was man braucht, ist doch im Prinzip der Fahrstuhl, oder sehe ich da irgendwas falsch? Gut, ich könnte da unten noch ein Haus bauen, aber... Und was soll ich mit dem Ballon? Ich kapiere es einfach nicht. Diese Konstellation teilweise... Das ist wie beim zweiten Addon in Alarmstufe Rot. Das ergibt auch gar keinen Sinn. Hallo. Ah.
nein. So war das, genau, so war das geplant. So nicht anders. Schicken wir den besser mal weg, bevor wir hier dumme Scherze machen. Schnell, bevor er wiederkommt. Gut. Hat perfekt funktioniert. Stimmt zwar nicht, aber hey, ich kann das Wasser weggraben. Na genau genommen ist es ja jetzt Eis, aber... Details. Unwichtig. Ach. Hallo? Was ist denn jetzt los? Oh, da ist ein... Nee, ne? Da ist ein Eis... Pixel-Eis. Ich glaub's einfach nicht. Oh. Echt, nee. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht kann ich jetzt nicht mehr runterfahren, weil da oben Schneeflocken liegen. Hallo. Das ist ja einfach nur grotesk. Genauso wie es grotesk ist, dass ich mir Goldklumpen schon wieder erschlägt. So, hoch. Hm. Warum gibt es hier keinen richtigen Sprengstoff? Ein kleines Terraflint da unten rein. Da eins und da eins. Und, ah, scheiße. Ja, so ähnlich. Und dann kann es für Spaß gleich losgehen. Das wird eine heiße Nacht, Kleine. Ah, warum wirfst du den jetzt nicht, bitte? Ich könnte mich gleich bis nach ganz unten durchgraben. Na, besser noch nicht. Ich warte mit so unten lieber noch ein bisschen. Und nur ein kleines bisschen. Ich kann auch das Wasser immer weggraben. Ach. Schneebsommer! Das ist Schnee. Hm, ihr wisst schon. So Schnee, der euch auf einen echt heißen Trip schickt. Kann ich den jetzt mitnehmen? Ich kann ihn mitnehmen. Naja, wenigstens das hat funktioniert. Genau wie ich es geplant hatte. Mein diabolischer Plan geht auf. Bleib da stehen. Perfekt. Hui. Hm. Sollst du da stehen bleiben? Wie gesagt. So. Einfach mal seitlich reingeschmissen, weil das geht ja auch. Wer braucht schon Logik oder Physik? Wenn man gerade nach oben in die Luft springen kann. Ja, aber wenigstens ist der Aufzug halbwegs intelligent gestaltet. Ich muss sagen, ich glaube, es ist das Intelligenteste in dem Spiel. Wenn man die Wegfindung der Klonks bedenkt. Die Monster, die einfach nur nerven. Hallo. Bis ich mir ein wenig Wesen. Bis er lieber hier vorwärts Gas gibt. Ich muss aufpassen, sonst erschlage ich mich wieder selbst mit Gold. Woran ist er gestorben? An zu viel Gold. Hey. Oh, die fährt fast von alleine bis nach Hause. Toll. Komm schon, rein damit. Die Hütte aktivieren. Und wieder raus. Und weiter geht's. Gibt es hier keine Blitzschläge oder Meteoriten? Das kommt noch. Warte ab. Gott. Hoffentlich nicht. Ich muss sagen, die einfachen Wellen sind echt schön. Sind vor allem so schön einfach. Jetzt soll ich da unten doch noch eine Hütte bauen. Nur Platz habe ich aber halt. Ihr müsst auch nicht mehr so ewig lang immer hoch und runter laufen oder beziehungsweise fahren. Aber ich fahre doch so gerne Aufzug. Das ist so entspannend.
Das ist wie mit dem Panzer über die Autobahn fahren und alle paar Autos platt fahren, die man findet. Was ich natürlich nie mache. Oh Moment, doch, mache ich. Ich bin immer so ein Quell voller Witz und Freude. So muss es aussehen, jawoll. Ey, was ist die Ecke los? Lass die Ecke los! Lass sie schon los! Ey, meine Taste verabschiedet sich gerade? Nee, doch nicht. Hat bloß schon mal geübt. Mensch, kaum hat man eine Tastatur 10 Jahre, gibt's schon den Geist auf. Das ist doch scheiße. Ich komm da nicht hoch. Ich krieg keinen hoch. Ich meine, der Klonk kommt nicht hoch. Leck mich. Nein, man kann sie nicht hochziehen, verdammt. Hätte es sein können. So. Und damit sowas nicht nochmal passiert. So. Damit habe ich einen Punkt gesetzt. Ein Punkt. Nur eher ein Viereck. Ja, mit zwei Ecken. Oben ist offen. Nennt sie auch Kasten. Können wir was reintun. Zum später wieder rausnehmen. Könnte man da zum Beispiel eine CPU reinpacken und mir schicken, dann kann ich die später wieder rausnehmen. Wenn ihr alte kaputte CPUs habt, schickt mir die, dann kann ich einen Hardware-Test machen. Der dann... Aha, so wirft man die rein. Ich wollte schon immer mal wissen, wenn ich einen AMD und einen Intel aus dem Fenster schmeiße, welche CPU ist schneller? Warum wächst jetzt einfach mal mitten in dem Ding ein Baum? Und warum kriege ich hier so wenig Flint? Es wird eh auflaufen, dass ich das T-Flint noch kaufen muss. Ich glaube, ich irgendwann mal eine Videokamera habe. Mach ich das wirklich mal, so einen alten Intel und einen alten AMD aus dem Fenster geschmissen und dann... Benchmark-Vergleiche, wer hier von beiden schneller war. Wollen wir mal sehen, wer hier wirklich schnellste CPU hat, ne? Vorausgesetzt, ich erschlag mich nicht vorher. Mit Gold. Ich hab so viel davon, ich schmeiß es einfach nur noch. Ja, es fällt daneben, ja, genau. So, die schmeiß ja hoch. Jawohl, das funktioniert auch. Sehe ich nicht, was drin ist. Naja, nehmen wir es halt mal mit. Schaden kann es ja nicht. Oh Gott, jetzt sind die Räder abgebrochen. Ich kann sie nie wieder reparieren. Ich würde hier elendig verhungern. Oh, verdammt. Ja, die Lore stelle ich auch mal raus. Da fährt das Ding da drauf. Und ach. So ein Kreuz. Ach. Diese 20. Die 20 Tonnen, 20 Tonnen Loren. Das ist fast so schlimm wie die 12 Rollentore. Oder die 10 Tore. Wo waren wir? Ich glaube irgendwas mit Tore, oder? Dorn? Keine Ahnung. Weil. Schön, wie ich die ganze Zeit gähne. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich müde bin. Welche unsinnige Theorie. Gähnen, weil man müde ist. Pah. So etwas Dummes habe ich noch nie gehört. Weißt du, jeder Mensch, dass man gähnt, weil das Gehirn zu wenig Sauerstoff. Was ist die Nerven? Jetzt soll ich erstmal das Wasser weggraben. Fruchteis. Mit Wassergeschmack. Ach, ich stehe drauf. Wassergeschmack. So. Sieht aus wie so ein...
Der war geschickt, ne? Und, boah. Das machen wir jetzt nochmal. Boah, verdammte Wand. Oh nein, das Eis schmilzt. Ich muss es. Kühlen. In einer Kühltruhe. Kühltruhe. Mit Sonnenbrille. Nee. Gräbst du dann mal so wegen weg? Ich glaub dann einfach mal weiter. Weiter! Da ist ein kleiner Kieselstein. Da höre ich jetzt auf zu graben. So, perfekt. Toll. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Schlecht. Moment, Spielregeln? Nein. Nein. Ich meine mich zu erinnern, dass man die Flagge gar nicht abnehmen kann von dem Gebäude. Was bedeuten würde, es ist total sinnfrei. Aber total. Noch ein zweites Haus zu bauen, weil ich kann es eh nirgendwo bestücken. Kapiert bestücken. Wo kommt das ganze Wasser auf einmal her? Könnte was mit dem Eis zu tun haben. Das jetzt geschmolzen ist. Außer das da unten, das irgendwie zwischendrin. Das gibt doch überhaupt gar keinen Sinn mal wieder. Das Spiel ist total völlig und in jeder Beziehung unlogisch. Sollte es von der Festplatte löschen. Bis es eine bessere Physik-Engine bekommt. So. Und ich ergreife hier unten erstmal Vorsichtsmaßnahmen. So, habe ich denn ein Stück nach oben, bin ich bescheuert? Oh, es geht nicht tiefer. Boah, es geht nicht tief. Was ist so? Das Spiel verarscht mich doch schon wieder. So, weil der Fahrstuhl höher ist. Verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Aber ich durchschaue den Trick. Ihr habt so gar keine Chance. Ah, das Wasser verteilt sich nicht gleichmäßig. Guck, dieser zweite Strich hier müsste normalerweise hier runter auf diesen Strich hier laufen. Zu voll verbuggtes Spiel, ey. Total schlechte Physik und alles, ey. Total Müll. Voll unrealistisch. Ich hätte es viel schlechter gemacht, hä? Aber ganz sicher. Ich weich den Steinen aus. Gelben Steine, gelber Schnee. Hey, willst du ein bisschen von meinem Gold haben? Idiot. Den gebe ich jetzt gelben Schnee. Gott. Das ist doch absoluter Stummsinn, noch dieses Let's Play hier. Das ist Langeweile und Planlosigkeit und Gähnen und was auch immer noch. Auf jeden Fall, das ist es alles. Und ihr schaut euch das an. Also zumindest Dark Shadow behauptet, dass er sich es anschaut. Er lügt. Glaubt ihm nicht. Ist ein Lügner. Und Delfine schaut sie ihr jeden Trotz an. Also der schaut sie auch 10 Stunden lang, keine Ahnung. Jetzt fällt mir kein 10-Stunden-Video ein. 10 Stunden Tetris an. Habe ich letztens auch mal gemacht. Ich habe mir 3-mal hintereinander angeschaut, dieses Video. An einem Tag. Also dieses 10 Stunden Tetris-Video.
Apropos 10-Stunden-Video. Ich finde, die Uhr soll immer wieder zurückgestellt werden. Dann kann ich wieder 25 Stunden am Tag zocken. Ach, das wäre cool. Oh Mann. Jetzt wollte ich doch einen Flint-Jump machen. Wie ein Rocket-Jump. Apropos Rocket-Jump. Ich muss da noch mein zweites Nebenprojekt hochladen. Das geschätzte 12 Stunden dauern wird zum Hochladen. Könnte schwierig werden. Das könnte echt schwierig werden. Ach, Ivo. 12 Stunden. Was sind schon 12 Stunden? Ich meine, bitte. Gut, im Prinzip wäre mir das scheißegal, aber mein Bruder ist irgendwie der Meinung, dass, ja... YouTube sollte mal eine Upload-Begrenze einbauen hier im Upload. So, dass man keine Ahnung mit geschmeidigen 20 kb oder so hochladen kann. Das wäre eine super Sache, wie ich finde. Schöne Drosselung rein und dann kannst du weitergehen. Wobei, nähere Überlegung, das mache ich mit normalem Flint. Ja, guckt an, wie ich über die Decke hangel. Wie MacGyver. Nebenher baue ich mir aus Tic-Tacs und ein Gummiband eine Atombombe. Ah, nein! Ah, jetzt stecke ich da drin fest. In meinem Atombomben-Gummiband. Ungünstig. Aufzug. Aufzug. Das ist meerwandes Wasser, das ist nicht gut. Ey, was ist hier graben? Ich muss Maßnahmen ergreifen. Nee, das klappt mir besser nicht an. Wo bleibt mein Aufzug? Hallo? Na also, geht doch. Braucht man schon noch ein wenig lang. Passt schon. Und dann fahren wir einfach mit dem Aufzug wieder nach oben und alles ist gut. Alles wird gut. Kein Grund, irgendjemand umzubringen. Oh, Moment, doch. Bring alle um! Gott, regeneriert sie das schnell. Das ist natürlich total vorteilhaft für ein Let's Play, dass sich das so schnell regeneriert. Regeneriert, also wie das verfügbar ist. Gut, ich muss erst mal den Gold danach einladen. Ist doch alles scheiße. Soll ich da jemals wieder rausbringen, das Gold? Mission gescheitert. Sieht fast so aus. Nein. Natürlich total toll in diesem Spiel. Ich habe die Überskills, wie ihr ja bereits wisst. Deswegen ist es eine Kleinigkeit für mich sein, hier alles auszuradieren. Ich wollte natürlich das Gold zu sammeln. Niemand hat vor, irgendwelchen Rassenmord zu begehen. Über sowas macht man keine Witze.